Die Weltmeister im Paarlaufen, Megan Duhamel und Eric Redford aus Kanada, laufen jetzt zum John Lennon-Song Imagine, interpretiert von Michael Schulte. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people. Brotherhood of man. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Hope someday you'll join us, and the world will live as one. Nicht nur eiskunstläuferisch, auch musikalisch ein Highlight bei der 21. Ausgabe der Eisgala Concert on Ice in Ingolstadt. Auf dem Eis Megan Duhamel und Eric Redford aus Kanada, die in den letzten 4 Jahren jeweils auf dem Podium der Weltmeisterschaften standen, in den letzten 2 Jahren sogar als Weltmeister. Und auf der Showbühne Michael Schulte, der den legendären Song von John Lennon wunderbar auf seine Art interpretiert hat. Beim Weltcup-Finale der Eiskunstläufer Mitte Dezember im französischen Marseille lief es für die Kanadier nicht optimal. Sie wurden aus ihrer Sicht nur Dritte und wollen jetzt überdenken, ob sie die geworfenen Vierfachelemente noch zeigen wollen, weil das Risiko einfach zu hoch ist und die Belohnung durch Punkte zu gering. Sicherlich nicht gut für die Entwicklung der sportlichen Seite des Paarlaufens, aber wer im undurchsichtigen Punktesystem gewinnen will, muss auch rechnen können.